Hallo und herzlich willkommen zu meinem Konzepttestvideo zum Thema 51 Dreikomponentensysteme. Die Frage dazu lautet, welche Aussagen gelten in einem Gibbschen Dreiecksdiagramm? A. Parallelen zur Seite BC besitzen ein Konstantgehalt an A. B. Geraden durch den Punkt A besitzen ein konstantes Komponentenverhältnis BC. C. Mischungen von zwei Punkten liegen auf der Verbindungslinie dieser Punkte. Und D. Knoten sind immer parallel. Um den Wahrheitsgehalt dieser Aussagen zu überprüfen, möchte ich erstmal den Aufbau eines solchen Gibbschen Dreiecksdiagramms erläutern. Es ist ein gleichseitiges Dreieck, was bedeutet, dass dessen Seiten alle gleich lang sind und alle Winkel im Inneren 60 Grad betragen. In jeder Ecke ist eine Komponente der Mischung hier A, B und C aufgetragen. Jede Seite ist hier eine Achse, die um 60 Grad geneigt ist und gehört zu einer Komponente. Sie zeigt an, wie viel Prozentanteil der jeweiligen Komponente in der Mischung enthalten ist. Punkte auf den Kanten entsprechen den binären Mischungen der Eckpunkte. Punkte im Inneren des Diagramms entsprechen einem System, das alle drei Komponenten enthält. Hier seht ihr nochmal alle Fakten zum Aufbau eines Gibbschen Dreiecksdiagramms kurz zusammengefasst. Nun zu einem Beispiel. Nehmen wir 40% von A, entspricht dies einem Punkt auf der Linie im Diagramm, die so aussieht. Wird dann 30% von B dazugegeben, liegt dies auf einer Geraden, die so verläuft und die Gerade von A in einen Punkt schneidet. Zum Schluss werden 25% C hinzugegeben. Alle drei Geraden schneiden sich in einen Punkt, welcher dann der Mischung 40, 30, 25 entspricht. Nun zu weiteren Regeln im Gibbschen Dreiecksdiagramm. Zieht man eine Parallele zur Kante BC, liegt diese genau gegenüber von A. Jeder Punkt auf dieser Geraden besitzt einen konstanten Anteil von A. Die Anteile von B und C variieren mit Verschieben des Punktes. Somit ist die Aussage A, Parallelen zur Seite BC besitzen einen konstanten Gehalt an A, richtig. Diese Regel gilt natürlich auch für alle anderen Parallelen zu anderen Kanten. Eine weitere Regel besagt, dass jede Gerade durch einen Punkt, hier zum Beispiel durch A, ein konstantes Verhältnis von hier B und C besitzt. Durch Verschieben eines Punktes auf dieser Geraden verändert sich der Anteil an A. Der Gehalt von B und C hingegen bleibt im Verhältnis konstant. Somit ist die Aussage B, Geraden durch den Punkt A besitzen ein konstantes Komponentenverhältnis von B und C, auch richtig. Die Regel gilt wieder für jede beliebige Gerade durch jeden beliebigen Eckpunkt des Dreiecks. Nimmt man nun zwei Punkte im Dreieck, die beliebigen Mischungen entsprechen, zum Beispiel diesen, und stellt eine neue Mischung aus den beiden Ausgangsmischungen her, so entspricht diese Mischung einem Punkt auf der Verbindungslinie der Mischungspunkte. Wo der Mischungspunkt auf der Gerade liegt, hängt vom Mischungsverhältnis ab. Hierbei gilt natürlich das Hebelgesetz. Hebelarm A mal Mischung 1 ist gleich Hebelarm B mal Mischung 2. Aussage C, Mischungen von zwei Punkten im Diagramm liegen auf der Verbindungslinie dieser Punkte, ist somit ebenfalls wahr. Bis jetzt habe ich nur über homogene Mischungen gesprochen. Es gibt aber natürlich auch heterogene Dreikomponentensysteme. Diese Diagramme besitzen eine Binodale, wie zum Beispiel hier gezeigt. Oberhalb dieser Binodalen sind die Mischungen homogen, unterhalb heterogen. Liegt nun ein Punkt in dieser Mischungslücke von A und B, muss die Knote betrachtet werden, um herauszufinden, aus welchen Phasen diese Mischung besteht. Die Knote schneidet die Binodale in zwei Punkten, welche Aufschluss über die zwei Phasen der Mischung gibt. Hierbei gilt auch das Hebelgesetz. Es zeigt, in welchem Verhältnis die Phasen zueinander liegen. Es gilt, Hebelarm A mal Phase 1 ist gleich Hebelarm B mal Phase 2. In dieser heterogenen Zone erkennt man, dass die Konoten in einem Gibbschen Dreiecksdiagramm nicht parallel zueinander liegen müssen, aber sie müssen vorher separat ermittelt werden, um ein Dreiecksdiagramm aufstellen zu können. Damit kann man die letzte Aussage überprüfen. Sie lautet, Knoten sind immer parallel. Diese Aussage ist somit für ein Gibbsches Dreiecksdiagramm falsch. Hier nochmal als Zusammenfassung, Aussage A, B und C sind richtig und Aussage D ist falsch. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit das Gibbsche Dreiecksdiagramm näher bringen und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.